habe mich als letzten Gast heute begrüßen zu dürfen, David Bernet, Dokumentarfilmer aus der Schweiz, der in Deutschland lebt und arbeitet und der in den letzten 3 Jahren das Ringen um die europäische Datenschutzgrundverordnung filmisch begleitet hat. Herausgekommen ist aber der Film Democracy im Rausch der Daten, der Ende dieser Woche Deutschlandpremiere feiert, hier in Berlin unter anderem im Kino Urania. Und bevor der Film startet, wird David uns jetzt ein paar Einblicke geben und ein bisschen was zur Entstehung des Films erzählen, richtig? Okay. Herzlich willkommen. Danke. Ja, hallo, guten Abend. Herzlichen Dank, dass ich hier den Film kurz vorstellen kann. Wir beginnen morgen mit unserer Premierentour durch Deutschland. Der Kinostart ist dann nächste Woche ab Donnerstag. Die erste Möglichkeit, den Film tatsächlich auf großer Leinwand zu sehen, ist dann am Freitagabend in der Urania in Berlin. 800 Sitze, kommt gerne, wir müssen das füllen, es muss knacken da. Und was ihr hier seht, ist der internationale Titel, das heißt nur Democracy, der deutsche Verleihtitel ist dann im Rausch der Daten noch dazu. So ist das in Deutschland immer noch, spezielle Titel. Aber das, ich fand das sehr schön, weil er noch sehr viel erzählt zusätzlich tatsächlich, weil wir eine Demokratie im Rausch der Daten sind. Als ich vor 5 Jahren begonnen habe, dieses Projekt zu entwickeln, ging es darum, aus etwas sehr Abstraktem, nämlich einerseits einem Gesetzgebungsprozess, andererseits dem Thema Datenschutz, etwas sehr Konkretes, Begreifbares, Erlebbares, Sinnliches, Filmisches zu machen. Und ich meine, ihr seid ja einiges gewöhnt, was das angeht, aber normale Menschen sind es überhaupt nicht. Und was so ein Film natürlich als Publikum sucht, sind die normalen Menschen. Das heißt, denen ein Gefühl zu geben dafür, dass Datenschutz etwas ist, was sie unmittelbar betrifft, ist nicht so einfach. Und als Dokumentarfilmer geht man dann hin und sucht sich Wege dafür, weil erstmal ist dieses Dickicht undurchdringlich. Stand ja schon hier an der Wand, stand Bürokratie-Dschungel. Obwohl ich den Begriff nicht so schön finde. Ich habe viel Zeit verbracht in Brüssel. Ich bin rumgehangen da über Monate, um zu verstehen, wie es funktioniert und wie ich den Film dann wirklich anlegen kann. Und für mich ist Brüssel immer mehr zu einer eigentlichen politischen Plattform geworden und nicht zu einer Bürokratie. Also ich verstehe es nicht mal als Bürokratie, sondern als politische Plattform, wo man sich tatsächlich einbringen kann und sehr viele das tun. Es ist eine es ist ein wimmelnder Haufen von Menschen, die ihre Interessen da einbringen. Und eine Lobbyistin hat mir mal gesagt, schau, das ist das, that's the beauty of Brussels. Jeder kommt her und kann erzählen, was ihm auf dem Herzen liegt. Wie das dann verarbeitet wird, wo es hinkommt, das sind dann Wege, die noch mit Macht, mit Ressourcen, mit anderen Dingen zu tun haben. Aber ich will darf nicht zu viel vorwegnehmen, weil ihr sollt ja auch noch den Film sehen. Was ich heute mitgebracht habe, ist einerseits den Trailer, den wir gemacht haben und ein paar Schnipsel aus dem Film, die ein bisschen ein Gefühl geben, was für Leuten wir da begegnet sind und wie wir diese Geschichte erzählen. Übrigens, das ist die englische... Many people say data is the new oil, the oil of the 21st century. So if you think about how oil has transformed our lives, data is going to do the same thing. Das wird der Knoten meines Lebens. Wenn ich da als Minister sitzen würde, würde ich auch jemanden zuhören, der keine Krawatte trägt. Es geht darum, dass sie eine Datenschutzverordnung verabschieden sollen. Data protection is a fundamental right, and the companies have the duty to explain what they do with our data. European citizens are concerned that their personal data may be misused. Datenschutz, den Unternehmen wie Facebook, Google oder Microsoft nicht zulassen wollen. Wenn die über diverse Webseiten tracken und ein Profil anlegen, dann geht es um mich. Am Anfang mussten wir erstmal klären, was wollen wir überhaupt machen bei dieser Datenschutzreform? Können wir das überhaupt? Schaffen wir das? Ein zu extremer Datenschutz kann dazu führen, dass es zu Nachteilen für den Bürger kommt. That causes jobs to leave the European Union.
Our life is about data. Data are money. Surveillance is about managing populations, managing people. That's a fundamentally dangerous thing to democracy. It is our responsibility to get these rights in place. Jetzt fängt der richtig harte politische Kampf an. Da habe ich dann gehört, wie die Wölfe die Zähne fletschen, um mich danach zu zerreißen. Wie soll Selbstbestimmung im digitalisierten Zeitalter überhaupt noch funktionieren? Who do you think would like to stop the director? Well, I think we know the usual suspects. Die Welt hat sich verändert. Wir leben in einer Welt, in der die Leute viel mehr Informationen preisgeben, gerade in sozialen Netzwerken. Nur wohin führt das, wenn ich diese technischen Möglichkeiten komplett ausnutze? Letztendlich dazu, dass ich ständig eine Nummer auf meiner Stirn trage und alle immer wissen, wo ich bin und das abrufen können, was ich denke und was ich vielleicht bestimmten Leuten sage. Das ist für mich so eine Horrorvorstellung. Deswegen glaube ich, dass das heute viel dringender als je zuvor ist, dass wir uns darüber Gedanken machen, wie soll eigentlich Datenschutz und Privatsphäre, wie soll Selbstbestimmung im digitalisierten Zeitalter überhaupt noch funktionieren? Wie kann das überhaupt noch da sein? Data is everywhere. And our position is, this is a good thing. We have the potential very much to create a better world for ourselves. It sounds too good to be true, but I truly believe that the use, appropriate use of data will make the world a better place. Will environmental sustainability, disease prevention, better, more efficient commerce, all can come about because the answer is there. The answer is in the data. What we've got now is we've got police authorities lobbying against certain aspects of it. We've got the online companies like Google and Microsoft and so on lobbying against certain parts of it. We've got the medical industry lobbying on it. We've got everybody basically. And on the other side from the police authorities is us. On the other side from the Googles and Microsoft of the world are us. It may take a year or more. I mean, the whole discussion in the parliament. It's going to take a long time. But the way of being effective in Brussels is being there early. Yeah. We need to keep track of everything that's happening in Brussels and attend all of the meetings and speak at all of the events. The citizens haven't quite yet grasped how big the issue is and what's happening on a Brussels level and why it's important. And even we are still learning about the scale of the problem.
people will realize how important this process is in 2 years or 3 years or 5 years. But then the process will have passed. The recent report from the European Parliament has provoked reaction from all sides, with thousands of people weighing in on the debate. Business lawyer and data protection expert Tanguy van Overstraten, what are your concerns? When you read, frankly, this draft regulation, part of it is very unclear, and I think not at all accessible to normal businesses. In the worst case scenario is that lawyers, us, do not know what we have to advise. That will be the worst. That's a nightmare. EU-Kommission und Parlament wollen nun zumindest versuchen, dem Internet eine digitale Demenz zu verpassen. Ein Sieg für den Datenschutz, den Unternehmen wie Facebook, Google oder Microsoft aber nicht zulassen wollen. Die Auflagen würden ganz einfach weniger Profit bedeuten. Jetzt merke ich, okay, das war noch der leichte Teil. Jetzt fängt die eigentliche Arbeit an. Ne? Was wir da vorgelegt haben als Albrecht-Bericht, würde ich sagen, ohne Bescheidenheit, ist das beste Datenschutzgesetz, der beste Datenschutzgesetzentwurf, den die Welt in den nächsten 20 Jahren sehen wird. Aus der Datenschutzperspektive jetzt. Ne? Auch einige echt gute Innovationsansätze drin mit technischen Standards und so Zeug. Aber das war einfach nur viel Arbeit. Und jetzt fängt sozusagen der richtig harte politische Kampf an, ne, wo man eben Deals machen muss. Und das werden zum Teil auch wahrscheinlich schmutzige Deals werden. Das wird sich nicht verhindern lassen, glaube ich. Wir kommen langsam in den Kriegsmodus, habe ich das Gefühl. So, soweit ein paar Schnipsel. Wenn ihr Fragen dazu habt jetzt, oder was, ja, ich sehe schon. Ja. Ja, erstmal danke für dieses Preview. Ich hatte das Glück, den Film im Vorfeld schon zu sehen. Und wir vom Rundfunk waren natürlich sehr interessiert an dem Thema. Und Sie sind jetzt ja Filmemacher. Und als Filmemacher möchte man ja auch eigentlich vielleicht die gesamte Story zeigen. Und gerade bei der EU-Datenschutzgrundverordnung war es ja so, dass das Verfahren ja noch nicht abgeschlossen ist. Also eigentlich ist der spannende Teil, was ja auch gerade am Ende so kam, noch offen, Trilog, ne, Ergebnisse. Wir sind gerade mitten im Kampf. Jetzt ist die Frage, wie ist Ihre Wahrnehmung? Sie hätten ja auch warten können. Also A, warum wurde nicht gewartet, wie der Kampf so ausgegangen ist, wie vor allem gerade in dem Bereich der Kampf dann passierte. Insgesamt hatte für mich das so den Eindruck, als war es sehr auf Albrecht und Co. fixiert. Ich freue mich über die Thematik, also weil beruflich habe ich damit viel zu tun und ich freue mich natürlich, wenn es anderen Leuten auch vermittelt wird, dieses Thema. Nur ist jetzt für mich die Frage, warum ist an der Stelle... Ja, genau, ja. Warum zu schade und man hätte noch ein Jahr später und dann hätte man vielleicht den gesamten Weg des, Leidens sozusagen auch sehen können.
Ja, also das Projekt war so angelegt, dass wir von Anfang bis Ende, also Anfang, nicht ganz Anfang, also von der Publikation des Vorschlags durch die Kommissarin bis zum Ende des Prozesses gehen. Ich habe auch tatsächlich unter diesen Voraussetzungen die Drehgenehmigung bekommen, dass wir eben bis zum Schluss warten, um nicht den Prozess zu beeinflussen, weil das hat uns eine andere Position verschafft. Dadurch waren wir in Dingen dabei, die sonst nie jemand gesehen hat, zumindest nicht mit einer Kamera. Die große Geschichte, die man, das Problem, das man hat als Filmemacher, ist natürlich, man kann nicht unendlich warten. Irgendwann geht uns das Geld aus. Und das andere ist aber auch noch, dass ich das Gefühl hatte, wir hatten erstmal beim Rat nicht denselben Zugang wie beim Parlament. Der Rat der Europäischen Union hat andere Regelungen, andere Art und Weise mit Dingen umzugehen und kein richtiges Verhältnis zur Idee der Transparenz. Das kann man so sagen, glaube ich. Und was für mich da sichtbar wurde im Rat, kam mir vor, mehr werde ich nicht bekommen von denen. Ich werde nicht im Trilog filmen können. Ich werde den Trilog, also Trilog ist die Schlussverhandlungen, die passieren, nachdem Parlament und der Rat zur Position gefunden haben. Die sitzen mit der Kommission zusammen, die für ihren Vorschlag Lobby betreibt, noch gegenüber den beiden gesetzgebenden Organen, also Rat und Parlament. Und das hätte ich nur nacherzählt bekommen von Leuten von außen, weil von innen nichts kommt, weil da auch quasi gewisse Vertraulichkeitsregelungen existieren, wo ich dann eben meinen eigenen Zugang zerschossen hätte und noch mehr riskiert hätte, dass auch der Film dann nicht mehr zustande kommt in der angedachten Form. Irgendwas raschelt, bin ich das. Und das andere war, dass als Filmemacher braucht man eine Dramaturgie, man muss Leute erreichen mit dem, was tut, also man muss Menschen, die jetzt nicht zwingend sich für Datenschutz interessieren oder für Gesetzgebung auf EU-Ebene, die Möglichkeit geben, trotzdem Schritt für Schritt in der Geschichte voranzugehen. Und der Abschluss, den ich dann finden konnte, der gleichzeitig ein offenes Ende ist, tatsächlich. Pardon? Ja. Der gleichzeitig ein offenes Ende ist, war für mich so ein Moment, wo ich dachte, das ist ein Ende. Ich mache öfter Filme, die offenes Ende haben, weil ich das eigentlich liebe. Ich mag gerne, wenn die Geschichte noch weitergeht, weil es gibt keine Geschichte in der Wirklichkeit, die wirklich endet. Gibt es nicht. Und auch filmisch herstellen zu können, war ein Glücksfall in dem Moment für mich. Plus, auch wenn man durch einen Film geht, der einem einiges beibringt, der mit didaktischen Elementen spielt ein bisschen, weil es so nicht so einfach ist, der Geschichte zu folgen, war für mich dieses emotionale Ende der beste Moment, um dem Zuschauer die Möglichkeit zu geben, das Kino jetzt zu verlassen, mit dem Gefühl, wer weiß, vielleicht kann man gewissen Dingen gegenüber auch optimistisch sein. Zum Beispiel gegenüber der Idee des Parlamentarismus als solcher. Oder der Idee, ja, das ist schon viel. Ja, so viel dazu. Jetzt die Konzentration auf Albrecht. Albrecht war für mich nicht von vornherein die Hauptfigur, sondern als ich begonnen habe zu recherchieren, habe ich quasi das Schachbrett erstmal kennenlernen müssen. Ich musste wissen, welche Positionen könnten für mich in der Zukunft, wenn der Prozess in Gang kommt, von Bedeutung sein. Und es war ganz klar, dass der Verhandlungsführer des Parlaments, das ist der Berichterstatter, der sogenannte Rapporteur, ist eine zentrale Figur. Und wer immer da sitzen wird, wird wahrscheinlich die Zentralfigur des Films werden. Es war zufälliger Albrecht, der auch noch mitgebracht hat, dass er quasi seine eigene, eine sehr schnelle, starke Entwicklung gemacht hat als Politiker in der Zeit. Okay. Gibt es noch mehr Fragen? Dann würde ich sagen, machen wir eine Sammelrunde. Da hinten habe ich noch eine gesehen, ne? And I'm sorry if you talked about some of this in your previous answer. While working on this project, were there things that changed in your mind as far as digital privacy, data protection, data privacy? I assume there were. Are there two things in which that you could, that y- if
If there were two things in which you would want every member of the European Parliament to know about data protection and data privacy, as well as two things you would want every citizen of the EU to know about their own digital privacy and protection, data protection privacy, what are the two things that you would recommend that if you could tell everyone about every MEP and every EU citizen about data, what would it be? Okay, ist okay, dass ich auf Deutsch antworte, oder soll ich, ja? Oder, ja, okay. Besser auf Englisch? Yes, yeah, okay. Yeah. Okay. But bevor du antwortest, nochmal eben die Frage, gibt es sonst noch Kommentare, Fragen oder sonst was? Dann machen wir das in einem Rutsch nämlich. Nein. Okay, dann go. Okay, yeah. Very complicated question, I have to say. But yes, it changed a lot in my own understanding of the whole issue. Because when I started, I wasn't so familiar with all these data protection questions. And I myself, I have to say, looking back, was rather naive in using all these devices and the internet and everything. And I started to hide myself in the beginning, to use VPN tunnels and to not answer to political questions in the internet, because I had to do this film. I have to stay neutral against not towards the different stakeholders that I appointed and addressed. And what I would recommend to parliamentarians and to citizens is, first, I would say, be aware that data are part of yourself. And I think most people don't know this. It's something out of them. It's not part of themselves. It's personal. And the second thing is, the real change in the awareness wasn't done by the whole debate or the articles in the news. It was done by Edward Snowden, I would say. It was really, I think, the civil society profited extremely from him. And I would say we owe him something. And yes, I would say that's real, really something that we have to say to politicians. Yeah. Okay. Das ist doch ein gutes Schlussstatement. Vielen Dank. Und wir haben, falls ihr nicht die Möglichkeit hattet, an einer geheimen Preview auch schon irgendwie teilzunehmen und schon mal reinzugucken, 3x2 Tickets zu verlosen für die Premiere am Freitagabend im Kino Urania, wo der Jan-Philipp Albrecht da ist, aber auch Viviane Reding. Schreibt uns einfach eine E-Mail an info@digitalegesellschaft.de, wenn ihr Interesse an diesen Tickets habt und an der Verlosung teilnehmen wollt. Bitte? Bis morgen, am besten. Im Idealfall jetzt. So, mir bleibt an dieser Stelle, achso, das ist natürlich auch klar. Genau. Ja, mir bleibt an dieser Stelle nichts anderes mehr zu sagen, außer vielen Dank. Vielen Dank, ja, so long and thanks for all the fish. Vielen Dank an die tollen Referentinnen und Referenten, die da waren. Vielen Dank an die Seabase, dass wir wieder hier sein durften mit unserem kleinen netzpolitischen Abend. Vielen Dank an Seven für die technische Unterstützung und vielen Dank Frank und Gary. Genau, auch an die beiden. Und vielen Dank an euch, dass ihr da wart, dass ihr die DigiGuess unterstützt und dass ihr am Ball bleibt. Wir sehen uns das nächste Mal am 1. Dezember zum 43. netzpolitischen Abend, wenn ihr mögt. Bis dahin, macht's gut und jetzt noch einen schönen Abend.